Einzige autorisierte Person, Beverly Torrance. Haarfarbe blond, Augenfarbe blau, Oberweite 128, Taille 60, Hüften 91. Identifizierung negativ. Okay. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des gepflegten Gamings, zur Folge 3 von The Next Big Thing. Und wir stehen hier bei Edgar, dem freundlichen, bisschen komisch aussehenden, naja, wollen wir mal nicht urteilen, das ist ja eine andere Realität, in der wir uns befinden. Da redet man auch mal mit einem Alien, der hier die Garderobe macht. Und wir sind jetzt in der letzten Folge in dieses Zimmer gekommen. Wir gehen jetzt erstmal die ganzen Räumlichkeiten ab, weil wir müssen eigentlich auch auf die Party. Aber wir kommen da nicht hin, weil der Villa-Inhaber Fritz Randolph noch da sitzt und der muss abgelenkt werden. Aber leider will uns der nicht helfen. Das war die Zusammenfassung von der letzten Folge und falls ihr sie nochmal sehen wollt, einfach mal hier irgendwo unten klicken. Da ist ein Link für die Playlist, da kommt ihr auf jeden Fall drauf. In der Infobeschreibung, in der Videobeschreibung, Infobox, Videobeschreibung, wie auch immer. So, und jetzt quatschen wir mal mit Edgar ein wenig und zu gucken, was er so zu sagen hat. Ich habe schon eine Vermutung, worauf es hinauslaufen wird. Arbeitsloser Schauspieler. Garderobe. Verbindungspunkte. Genau das. Lässt man dich denn kein Monster spielen? Seit wann arbeitest du für Fritz Randolph? Welche Arbeit machst du in der Villa? Kann Fritz Randolph dich nicht empfehlen? Hast du schon mal als Kind so original ausgesehen? Da. Lässt man dich denn kein Monster spielen? Nein. Mit meinem Aussehen mache ich niemandem Angst. Sie lassen mich nicht mal was vorstellen. Schon. Sie sehen mich an und schicken mich nach Hause. Oh, das ist traurig. Das ist echt traurig. Seit wann arbeitest du für Fritz Randolph? Seit wann arbeitest du für Fritz Randolph? Seit ungefähr einem Monat. Er bezahlt gut und ist sehr umgänglich. Das haben wir offen festgestellt. Also scheinbar ist es wirklich so, wenn die Mitarbeiter das so sagen. Welche Art Arbeit machst du in der Villa? Von allem etwas. Vor allem Wartungsarbeiten, aber ich stehe zu allem bereit. Zu jeder Schandtat ist er bereit. Kann Fritz Randolph dich nicht empfehlen? Nein, nein. Das würde seine Neutralität in Frage stellen. Er gibt seinen Produzenten und Regisseuren völlige Freiheit und mischt sich niemals in Castings ein. Okay. Hast du schon als Kind so originell ausgesehen? Ja, vom ersten Tag an. Dabei wurde ich an einem wunderschönen, völlig normalen Ort geboren. Von typischen Bauernhoftierchen umgeben. Warum ich so merkwürdig zur Welt gekommen bin? Wer weiß. Die Natur ist halt launisch. Thema erledigt. Fahren wir fort. Okay. Aber er wirkt jetzt gar nicht so. Das sieht ein bisschen aus wie Nosferatu. Nosferatu. Ne? Schlank und dann hier dieses komische Gesicht so mit den langen Ohren. Das sieht aus wie Nosferatu. So. Ich mag Bücher. Wem gehört das da auf dem Tisch? Das ist meins. Für Autogramme. Alle Persönlichkeiten auf der Party haben unterschrieben. Alle. Außer Hammerboy Brown. 20-12-1-4? Hä? 20-12-1-4. Ich verstehe dich verwirrend. Nicht. Warum hast du das gesagt? Um mich zu beruhigen. Großes Indianer-Ehrenwort. Üb schon mal. Ich schaue zu. Mache ich. Ab jetzt wird er ständig proben, der Arme. Und er wird denken, dass wir ihm was bescheren. Na gut, da haben wir das Buch. Das Autogrammbuch gehört Edgar. Jetzt nicht mehr. Ich will keine Autogramme. Habe ich übrigens gesammelt. Lange, lange Zeit, also so Kind, Teenager-Alter, habe ich Autogramme gesammelt. Mein bestes war von Irvin Magic Johnson. Na, wer kennt ihn noch? L.A. Lakers. L.A. So, okay, wir gucken uns mal um. Was haben wir noch hier? Ich nutze einfach mal die Hotspots, dann geht es ein bisschen schneller. Edgar, okay. Schildchen, ja, natürlich. Kein Ticket, kein Mantel. Kein Ticket. Könnte man das nicht freundlicher ausdrücken? Ja, klare Ansage. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Vulkan Flash. Das ist Blue Harrelson, Hauptfigur von Vulcan Flash und der Angriff der Killer-Tomaten, der spurlos verschwunden ist. Moment mal. Sieht aber auch. Wollte ich gerade sagen. Du bist Vulcan Flash. Ha, der wäre ich gern. Ehrlich, man könnte euch für Zwillinge halten. Blau, merkwürdige Augen, die Klamotten, unmöglich. Ich danke dir, aber nein. Vielleicht hat sie es aus Großzügigkeit, vielleicht aus Hartnäckigkeit oder ganz einfach, weil ihr danach war. Tatsache ist, dass Liz in jener Nacht beschloss, dass sie Edgar in den künftigen Vulcan Flash verwandeln würde. Wir haben eine neue. Dazu formte ihr eigenwilliger Geist
die Vorstellung eines perfekten Alien-Looks, der sie alle Dinge hinzufügte, die sie zum Verwirklichen ihres selbstlosen Vorhabens brauchte. Okay, wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen daraus was machen. Ich habe auch schon eine Vorahnung, wenn er sagt, blau, dann machen wir doch mal diesen hier. Wenn ich es mir recht überlege, ist die Farbe blau eines der wichtigsten Merkmale des berühmten Vulcan-Flash. Auf jeden Fall. Das heißt, unsere Aufgabe besteht jetzt in den nächsten Folgen zu gucken, in nächster Zeit zu gucken, wie wir hier das Alien-Vieh so hinkriegen wie Vulcan-Flash. Rote Brille, eine fette Wumme. Okay, gucken wir uns nochmal an. Klar. Vulcan ist Edgar unglaublich ähnlich. Gut, das haben wir schon. Ups, falscher Knopf. Ich bin das noch von anderen Spielen gewohnt, dass ich einfach nur Space drücken muss und dann hatte ich schon quasi die Hotspots. Okay. Nee. Hier ist nichts mehr zu holen. Wir gucken mal, dass wir das jetzt mal hinkriegen. Guck mal hier. Ein Kürbis mit einer roten Brille. Nette Brille. Ja, können wir uns die nehmen? Geht das einfach so? Hey! Könnte Professor Fly gehören. Sieht so aus, von der Augenform auf jeden Fall. Cool, da haben wir schon die Brille. Ja, genau. Das Ergebnis ist umwerfend alienmäßig. Ich bin Alien-Doktor, eigentlich beruflich. Okay, können wir mit denen eigentlich reden? Und du, Kleiner, passt du auf die Treppe auf? Hi. Gesperrter Bereich. Einzige berechtigte Person, William A. Fitzrandolph. Keine Sorge, da will ich gar nicht hoch. Okay. Aber oben sind die Gemächer, okay, da alles klar. Da sind Fitzrandolphs Gemächer, nicht wahr? Gesperrter Bereich. Okay. Was passiert, wenn ich die Treppe hochgehe? Ich verpasse dir eine. Oh, der ist hartnäckig. Ich bin sehr höflich, weil ich in einem Mädcheninternat erzogen wurde. Und du? Negativ. Das war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Können wir da jetzt einfach hochgehen? Ich will sehen, wie er eine verpasst kriegt. Naja, okay. Können wir mit dem Gorilla reden? Okay. Nehmen wir den auch nochmal mit. Na, Kleiner. Ich hab ja nichts gegen deinen Bruder dagegenüber, aber der Hübsche in der Familie bist ja wohl du, oder? Gesperrter Bereich. Einzige berechtigte Person, William A. Fitzrandolph. Ich sehe schon. Okay. Füll die Pausen. Ah, okay. Füll die Pausen, ja? Und los! Ihre Mutter bat sie, ihre Oma einen Korb zu bringen. Ben Murray war so dumm, dass er in der Schule immer nur... Negativ. Eine nach der anderen. Aber er kriegte einen Job und eines Tages bekam er... Gesperrter Bereich. Eine Partnerin. Und sie, die nicht nur sehr schlau war, sondern auch unglaublich tanzbegabt, sagte ihm... Ich verpasse dir eine. Ach, Mann. Lass mich durch, Kleiner. Gesperrter Bereich. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Sehr sympathisch. Okay. Kann man jetzt natürlich gucken, wenn wir Garderobe irgendwie, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie ein Kleidungsstück für die Alien-Figur holen, denke ich mal. Gucken, ob es hier noch was gibt. Ich glaube nicht, die hat mir ja schon geguckt. War denn im anderen Bereich was? Geh mal wieder zurück. Zurück. Lesezimmer. Vielleicht war da noch irgendwas. Ich habe jetzt nicht alles... Oder? War da irgendwas? Nö, ich glaube nicht, ne? Hä? Liegen die eben schon da? Habe ich da eben nicht... Ich muss gleich mal zurückspulen. Ob die Arbeiter sie vergessen haben? Können wir die mitnehmen? Blaue Farbe. Falls irgendetwas in den Taschen zu finden war, hat es schon jemand vor mir rausgeholt. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, packen wir das auch zusammen. Einverstanden. Es wir sieht sind nicht genau wie auf dem D'accord. Aber doch ähnlich genug. Irre cool. Ich mich oder ist mein Alien-Look juryreif? Können schon? Sie das bestätigen, Miss Allaire? Bestätigt. Der Alien-Look ist vollständig. Kleine irre Person. Haben wir denn noch irgendwas, was ich hier übersehen habe? Nee, ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch, oder? Riesige Dosen mit weißer Farbe und das hatten wir schon. Können wir da was nehmen? Okay. Treppe will sie auch nicht hoch. Das heißt, wir haben die Figur jetzt fertig? Jury-reif?
Da können wir jetzt nicht rein, glaube ich, ne? Das ist ja jetzt gesperrter Bereich, oder? Ich kann nicht hingehen, solange Fitz Randolph in der Nähe sitzt. Er schöpft okay. Verdacht. Können wir denn jetzt da durchgehen? Nein. Octopus hat eine Menge ziemlich langer Hände. Okay, da will sie nicht hin. Da gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück in die Garderobe und geben ihm mal sein neues Outfit. Gucken, was er dazu sagt. Ich bin mal gespannt. Ich würde es anziehen. Und du? Und du? Okay, pass auf. Aufgaben? Ja. Inventar. Kann ich damit rausgehen? Ja, cool. Easy going. Und jetzt wird es Zeit, den Kühlschrank zu öffnen. Hä? Das ist mein Edgar. Und du? Redest du mit mir? Ich werde dein tristes Dasein beenden. Ist das nicht aufregend? Ich verstehe dich nicht. Hey, Edgar. Siehst du das Poster von Vulcan Flash? Ich sehe genauso aus. Wow. Der neue Vulcan Flash. Das nächste Casting macht mich zum Star. Danke, dass du mich überzeugt hast, Liz, fuhr Edgar fort. Ich werde beim Film ganz groß als Alien herauskommen. Ja, ja, ist schon gut. Aber frag mich nach der Jacke von Schieß mich tot Brown. Ach ja, die Jacke. Wo ist sie überhaupt? Gut aufgehoben. Ich hatte Sorge, du würdest sie beim Trinken des Färbemittels bekleckern. Du hast wirklich alles im Griff. Und jetzt ist die Zeit gekommen, mir zu sagen, dass ich sie behalten darf. Du hast recht. Ich schätze, wenigstens die sollte ich dir geben. Ich schulde dir was, Liz. Woher wusstest du, was ich sagen würde? Keine Ahnung. Und jetzt werde ich dir sagen, dass du weiterproben sollst. Einverstanden? Mach ich. Der hat es aber eilig. Und ich habe es ihm noch gar nicht gesagt. Okay. Wir haben uns einen Schlumpf gebastelt. Einen Alien-Schlumpf. Ist das nicht süß? Oh, so süß. Cool. Wir haben eine Jacke. Dann schauen wir uns die direkt nochmal an, was da drin sein könnte, falls, ne? Könnte da etwas in den Taschen sein? Hammerboy. Wie passend. Ach. Das sind Eintrittskarten. Boxen. Manche Leute mögen sowas. Cool. Ja, die schmeißen wir direkt mal in den Müll. Nein, Quatsch. So. Ist noch was drin? Wenn meine Mutter mich darin sehen würde, wäre sie entsetzt. Jean-Michel, deine Tochter soll sich das ausziehen. Um Himmels Willen, sie ist eine Allaire. Ach du Schande. Naja, okay. Wie dem auch sei. Das heißt, wir haben jetzt Eintrittskarten zum Boxkampf. Das ist doch das, was er wollte. Ja, vielleicht wird er uns doch helfen. Warte, ich geh mal zurück in die Eingangshalle. Weil ich befürchte, hier können wir nichts mehr ausrichten. So, dann gehen wir mal zurück. Ah ja, Doppelklick. Oder? Ja. Doch, es geht. Und dann würde ich sagen, geben wir mal die Eintrittskarten an Mr. Dan. Mr. Dan himself. Achtung. Tada! Da bin ich mal gespannt. Der wird uns jetzt wahrscheinlich helfen. Hast du mich schon mal Papier essen sehen? Das Vergnügen hatte ich noch nicht. Pass auf. Ich habe hier zwei Stückchen, auf denen steht... Sie ist bösartig. Italian Stallion Sabretti. Was? Gegen Manny Hammerboy Brown. Gib her. Fitz Randolph weg vom Flur. Sofort. Ja, du hast gewonnen. Ja. Sehr gut. Mein Freund Murray, geht's gut? Besser als dir. Wann nehmen wir uns mal wieder die Fäuste vor? Lieber Drinks, du siehst ganz durstig aus. Du hast recht. Sehr gut. Das war doch easy. Und so überredete Liz ihren Kollegen ohne jede Mühe, Fitz Randolph aus dem Flur wegzulocken. Ein kleiner Untertreiber. So, wir können uns die Kiste schnappen. Oh, der Flachmann. Den hat er vergessen. Mir ist halb voll. Dann würde ich sagen, nimm dir einen Schluck, werte Dame. Er gehört Dan. Können wir da was nehmen? Nee, trinken können wir nicht. Schade. Wir haben die Eintrittskarten noch. Das ist sehr gut. Sie ist nicht so doof und hat sie ihm schon vorher gegeben. Langsam wird es dunkel. Und deswegen spiegelt so... das Game so ein bisschen. So, wir gehen da zurück in die Villa und dann können wir mal nämlich dann in den Flur gehen, wo wir jetzt bis jetzt nicht reinkamen. Ich bin gespannt. War nur einer, ne? War nur ein Flur. Okay, wir gehen erstmal zum Sessel. Ist noch irgendwas, was wir liegen sehen? Ach, was ist das denn? Da ist etwas. Da ist etwas. Dann nimm es doch. Verdammt. Laber mich nicht voll. Eine Kurbel? Eine Kurbel. Da ist eine Kurbel. Warum ist da eine Kurbel? Schauen wir uns die Kurbel mal an. Was hat die Kurbel für eine Bedeutung? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Was hat das ja alles für einen Sinn? Vielleicht hat Fitz Randolph sie verloren. Sie liegt auf seinem Sitz. Auf seinem Sessel. Er saß da vorher noch. Natürlich.
Die Irrelis. Können wir da irgendwas mitmachen mit dieser Kurbel? Glaube noch nicht. Sollte die Kurbel irgendwo hineinpassen? Ja, daran garantiert nicht dort. Okay, gut. Dann haben wir hier noch wunderschöne Sachen. Ein Sofa, wo wir eben saßen. Ideal, um sich beim Daraufspringen einen Rüffel zu holen. Ein Rüffel? Ich hatte schon was anderes gedacht. Da ist gar nichts von Interesse. Schöne Musik. Ich hätte jetzt am liebsten Whisky. Warum auch immer. So, eine Vase mit schönen Blumen. Archie McCandless schenkte mir mal eine Rose und meinte, ich lade dich zum Dinner ein. Ich antwortete, danke, ich habe schon diniert. Du darfst sie allein essen. Oh, Mel. Ich könnte die Rosen mitnehmen, aber ich bin wirklich satt. Ah, Himmel, ey. Haben wir mal Hotspots, damit es ein bisschen schneller geht. Okay, das. Da geht's zur Eingangshalle. Da geht's zur Eingangshalle und da geht's zum Flur. Und da wollten wir ja rein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Schöne Grafik übrigens. Schöner Grafikstil. Gefällt mir sehr gut. Oh, wow. Bist du eingeschlafen? Gut. Und wach. Hä? Ich hätte was anderes erwartet. Wo geht sie hin? Fangen wir hinten an. Okay. Sie weiß, wohin sie will. Abgeschlossen. Das Leben ist wie ein Krokodil. Moment, gab es da nicht eine Verbindungstür zwischen Fitz Randolphs Büro und dem seiner Sekretärin? Ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass das das Fenster ist, wo er reingegangen ist. Abgeschlossen. Was soll's, selbst wenn. Okay, dann ist die Frage, da kommen wir nicht rein. Gucken uns nochmal an. Das ist Fitz Randolphs Büro. Abgeschlossen. Das wissen wir jetzt. Dann haben wir hier... Das ist der Sekretärin. Abgeschlossen, wissen wir auch. Und was ist das hier? Ich traue mich nicht. Dann wird er wach. Gucken wir uns an. Gucken wir uns die Tür an. Es könnte noch ein Büro sein, aber ich habe keine Ahnung. Vermutlich kommen wir dann da rein. Warte mal. Wahrscheinlich wird er wach. Und dann haben wir hier mal richtig hier... Abgeschlossen. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ist ein Bild von einer Ratte. Seht ihr das? So. Chispie, das Schaf vom Planet Vulcan. Achso. Die treue Gefährtin von Vulcan Flash. Natürlich, verstehe. Das ist eine gute Ratte. Ein Fotogramm der Filmbiografie Die beunruhigende Glühbirne mit Umhang. Ein Straßenfeger von MKO. Okay, das Schöne ist, jetzt eben stand da noch ein Bild, als ich da drauf gegangen bin mit dem Cursor und jetzt steht da. Cool gemacht. Respekt an die Entwickler. Auf jeden Fall. Das noch ein Bild. Bild, seht ihr das? Achtung, Bild. Und gleich seht ihr was anderes. Spencer McDundee. In Wirklichkeit ist er Australier, aber aus irgendeinem Grund spielt er immer schottische Gespenster. Okay. Können wir nochmal drauf gucken? Wie ich sagen würde, bei mir ist eine Schraube locker. Na und? Das Schlimmste, was mir widerfahren kann, ist, dass ich den Kopf verliere. Okay. Gut. Dann ist natürlich die Frage, mit dem Roboter müssen wir noch irgendwas machen können. Trocken ist er nicht. Trocken ist er nicht? Okay. Vielleicht hat er Durst. Flachmann? Ich weiß nicht, ob er daran interessiert ist. Okay, auch nicht. Na gut, ich würde einen Schluck nehmen. So, gucken wir mal, was wir für Hotspots haben. Vielleicht habe ich irgendeinen übersehen. Bild, Bild, Bild. Tür, Tür, Tür. Roboter. Ende. Okay. Müssen wir mit ihm reden oder irgendwas? Ach so, sie kommt erstmal rüber. Was passiert? Da passiert nichts, wenn ich doppelklicke. Okay. Hätte ja sein können. Lalalalalalalala. Ein langer Weg, langer Flur. Wir sind im Ostflügel übrigens. So, und? Sie sagt uns, geht nicht. Na, Kleiner? Hm, schöne Nacht, wenn man bedenkt, dass es zu dieser Jahreszeit... Du machst die Bürotüren auf, nicht wahr? Positiv, dass es zu dieser Jahreszeit... Wie heißt du, mein Hübscher? Jimmy Love. Frischer zu werden pflegt. Es heißt ja, kommt der Herbst später. Jimmy, ich werde dich nicht darum bitten, Mr. Fitz Randolphs Büro für mich zu öffnen. Einzige autorisierte Person, William A. Fitz Randolph. Später, dann kommt er mit aller Macht. Aber das seiner Sekretärin öffnest du doch, nicht wahr, mein Hübscher? Scan, scan. Oh, okay.
Einzige autorisierte Person, Beverly Torrance. Haarfarbe blond, Augenfarbe blau, Oberweite 128, Taille 60, Hüften 91. Identifizierung negativ. Ah, okay. Zutritt verboten. Zutritt verboten? Sinitilis. Das werden wir ja sehen. Okay. So. Ein echter Charmeur bist du. Konversationschip mit integriertem Aufzugsprogramm. Man muss langsam daran denken, sich wärmer anzuziehen. Gefällt mir auf jeden Fall. Thematische Informationseinheit Türen. Öffne mir die zweite Tür. Öffne mir die zweite Tür. Hast du doch schon. Person, Beverly Torrance. Haarfarbe blond, Augenfarbe blau. Hatten wir doch schon. 28, Taille 60, Hüften 91. Identifizierung negativ. Okay, hatten wir schon. Öffne mir die erste Tür. Öffne mir die erste Tür. Die habe ich noch nie geöffnet. Es geht nicht. Sie klemmt. Vielleicht die Feuchtigkeit. Die letzten Winter waren sehr feucht. Okay. Tür klemmt. Dann öffne mir die dritte. Öffne mir die dritte Tür. Zutritt verboten. Aber ich bin schon vor einem Monat reingegangen, als ich deinen Chef interviewt habe. Der Morgen war schön, aber am Nachmittag kam leichter Regen. Das Wetter spielt verrückt. Was hat er immer damit? Wer ist Beverly Torrance? Habe ich mir auch gefragt. Beverly Torrance? Beverly Torrance, Sekretärin. Autorisierung, Tür 2. Okay, verstehe. Obwohl man zu dieser Jahreszeit schon weiß, wenn du dich warm anziehst, kommt die Sonne raus. Wenn du es nicht tust, erfrierst du. Da ist was dran. Informationseinheit geschlossen. Willst du schlafen? Ich glaube es, weil es absurd ist. Ich glaube es, weil es absurd ist. Okay. Tertullian. Verwirrend. Ich verstehe nicht. Da fehlen drei Punkte. Ich verstehe nicht, aber ich glaube es. Ich verstehe nicht, aber ich verstehe nicht. Willst okay. du schlafen? Energiesparmodus. Wenig Öl. Unglaublich, die Herbstsonne, nicht wahr? Sagt er nur. Okay, das Einzige, was ich jetzt noch probiere in dieser Folge, ist hier mal die Kurbel anzusetzen. Bei der ersten Tür. Geht nicht. Zweiten Tür? Dritte Tür? Geht nicht. Es geht nicht. Und deswegen beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann in der nächsten Folge versuchen wir mal zu lösen. Pauli ist auch schon wach geworden. Naja, vielen Dank und tschüss. Ja, wir müssen unbedingt da rein. Da ist dann Mr. Albert eingestiegen und wir müssen natürlich gucken, was da passiert ist. Was geht davon statten? Tür 1, 2 oder 3, Sie müssen entscheiden. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.